Ja, vielen Dank auch von mir. Ein herzliches Willkommen auch an die, die im Internet zuschauen und Dank an die Technik und die vielen, die hier mittun und auch an die vielen, die in der Vorbereitung geholfen haben. Ich sehe einige hier auch sitzen. Ja, ich möchte ergänzend zu dem, was Winfried schon gesagt hat, noch hinzufügen, dass gerade als Grüne die Erfahrung in Gemeinschaften ganz prägend war. Grüne haben Erfahrungen gemacht von Umweltinitiativen, der Friedensbewegung, Friedensgruppen bis hin zu diversen Wohngemeinschaften fragwürdiger Organisationsform, bis hin eben zu Gemeinden, dass Menschen eben nicht einfach nur vulgär-liberale Lonesome Cowboys, wie wir es formulieren, sind, sondern eben immer auch Teil von Gemeinschaftsbeziehungen sind. Und der Staat profitiert davon, wenn Menschen sich zu Gemeinschaften zusammenschließen, in vielfacher Art und Weise. Er profitiert davon und auch die Gesellschaft als Ganzes profitiert davon, weil dadurch Haltungen stabilisiert werden, Haltungen, die nicht grundsätzlich immer prägend und dominant sein müssen. Haltungen von Nächstenliebe, von Solidarität, Haltungen von Friedensliebe, Haltungen von Bewahrung der geschenkten Schöpfung und all dem. Das sind Haltungen, von denen wir alle profitieren und die insofern auch förderungswürdig sind. Und deshalb, dass die Beziehung zwischen Bürgerin und Staat nicht die einzige Beziehung ist, die es gibt, sondern eben auch die zwischen Gemeinschaften und insbesondere solchen, die darüber hinaus förderlich sind für das Gemeinwohl insgesamt. Und daher ist diese Debatte, die wir führen über das Verhältnis zwischen Religion und Staat, auch gleichzeitig eine Debatte über das Verhältnis zwischen Gemeinschaften, zwischen den verschiedenen Schaften und dem Staat. Darüber hinaus machen wir eine ganze Reihe von Vorschlägen, und ich sage das ganz bewusst, Vorschläge. Das sind keine Forderungen, das sind zunächst mal Diskussionsanregungen, und mit denen wir auch uns in die Debatte in der Kommission, die auf Bundesebene ja eingerichtet wurde, zum Verhältnis zwischen Religionsgemeinschaften und Staat eingerichtet wurde, mit denen wir uns dort einmischen wollen. Das sind natürlich auch nicht alle Themen, die sich in dem Bereich stellen, sondern es ist nur eine Auswahl. Ich will die jetzt ganz kurz anreißen und bin dann sehr gespannt auf die Rückmeldungen, die wir bekommen, sowohl jetzt von Ihnen, die Sie nachher auf dem Podium sind oder selbst einen Input halten, als auch, was wir im Nachhinein vielleicht noch schriftlich oder im Internet oder von Ihnen hier und euch im Publikum bekommen. Die einzelnen Themen, die wir anschneiden, zunächst der Feiertagsschutz. Es gibt eine ganze Reihe von kirchlich entstandenen Feiertagen, in Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie viele das sind. Und wir haben außerdem die gemeinsame Tradition des Sonntages. Das ist zunächst mal im Papier, schätzen wir diese Tage wert. Und wir sind insbesondere der Meinung, dass der arbeitsfreie oder zumindest von Erwerbsarbeit, soweit wie es möglich ist, befreite Sonntag, dass der für uns nicht zur Rede steht. Gleichzeitig gibt es bei der Zahl der kirchlich geprägten Feiertage eine ganze Reihe, wo Einschränkungen vorgenommen sind, die wir sehr wohl diskutieren wollen, wobei es einen Mindestbestand gibt, wo auch Einschränkungen, die durchaus von einigen heute in der Gesellschaft als zu weitgehend empfunden werden, wo wir die sozusagen weiterhin unter besonderem Schutz gestellt sehen. Das gilt insbesondere für den Karfreitag, den Volkstrauertag, für Allerheiligen bzw. Totensonntag. Darüber hinaus ist uns als Grüne natürlich schon wichtig, auch deutlich zu sagen, dass es seltsam ist, wenn ausgerechnet in einer Partei die Freiheit eines Wochentages und auch von bestimmten Tagen, die erstmal zunächst aus einer religiösen Tradition entstanden sind, in Frage gestellt wird, in einer Partei, die eigentlich auch die Räume jenseits von Erwerbsarbeit und Konsum, also das alles Markt, so würde ich es persönlich bezeichnen, die diese Räume schätzt. Zweiter Punkt, den wir in dem Text ansprechen, ist das kirchliche Arbeitsrecht, wo wir sehr deutlich sagen, dass bestimmte Dinge nicht akzeptabel sind. Nicht akzeptabel ist zum Beispiel, dass
faktisch in manchen Gegenden kaum eine Beschäftigungsmöglichkeit, etwa für die lesbische Ärztin, besteht oder für einen wiederverheirateten und geschiedenen Erzieher. Wir sagen aber auch, dass gleichzeitig die Art und Weise, wie wir unser Sozialsystem in großen Teilen organisieren, dass das einen sehr großen Wert hat. Warum hat es einen großen Wert? Wenn kirchliche und auch anders von anderen Religionen getragene Sozialeinrichtungen, wenn die subsidiär zum Staat, statt eines staatlich verwalteten Sozialsystems, in dem alle Einrichtungen des Sozialen faktisch staatlich sind, dann organisiert sind, hat es einen sehr großen Eigenwert. Zum einen, weil es der Pluralität der Gesellschaft entspricht und unterschiedliche Angebote gemacht werden können. Zum zweiten, weil es ein großes Maß ehrenamtlichen Engagements nach wie vor in Diakonie, in Caritas freisetzt, die wir sonst in dieser Weise dort nicht hätten. Das prägt diese Einrichtungen in einer Weise, gibt ihnen auch ein zusätzliches menschliches Antlitz. Und diesen Wert wollen wir nicht missen. Gleichzeitig gibt es natürlich, daher aus unserer Sicht stehen wir zu dem Prinzip, dass Einrichtungen im Sozialbereich subsidiär von verschiedenen Anbietern, aber vom Staat mitfinanziert, wobei nicht zu verschweigen ist, dass die Kirchen ihren Beitrag dazu sehr wohl auch leisten, dass wir an diesem Grundmodell festhalten. Wir wollen aber genauer hinschauen bei bestimmten Praktiken, die über den und Strukturen, die über den, sag ich mal, ein wenig über den Kamm schlagen, ein bisschen über den Strang schlagen, das habe ich gesucht. Insbesondere wenn die Verhältnisse nicht mehr mit der wirklich sozialen Struktur der Bevölkerung übereinstimmen. Etwa Gegenden, in denen faktisch die Pluralität, die eigentlich gewollt ist, durch die freien Träger und kirchlichen Träger, wenn die nicht mehr der Sozialstruktur der Bevölkerung entspricht. Das bedeutet, man muss sich schon fragen, wenn jemand dezidiert eben sein Kind betreuen lassen möchte, ohne religiöse Bezüge, ist das in allen Gegenden tatsächlich möglich? Und damit müssen wir uns beschäftigen. Genauso halten wir allerdings umgekehrt fest, dass es nicht akzeptabel ist zu sagen, im Bereich des kirchlichen Arbeitsrechts jegliche Beschränkungen jenseits oder besonderen Rechte jenseits des klassischen Arbeitsrechts sind grundsätzlich nur auf den ganz engsten verkündigenden Bereich zu beschränken. Warum sind wir der Meinung, dass das zu eng ist? Es ist ein Stück weit anmaßend, einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter in einer diakonischen oder karitativen Einrichtung zu sagen, nur weil du nicht in der Leitungsposition bist oder nicht Theologie studiert hast, bist du nicht verkündigend. Das ist ein Stück eine anmaßende Haltung. Deshalb sind wir nicht der Meinung, dass prinzipiell Sonderregelungen, wie sie ja übrigens auch für Gewerkschaften, für Parteien und andere Tendenzbetriebe bestehen, nur auf den engsten Bereich der Verkündigung zu beschränken sind. Allerdings muss man sich fragen, ob grundlegende Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie etwa das Streikrecht, ob man das bei so großen Arbeitnehmern im Sozialmarkt grundsätzlich ausschließen kann. Dann den Bereich der Staatsleistungen. Eigentlich haben wir durch die Weimarer Reichsverfassung, die bei den Staatsleistungen ja eine klare Verpflichtung, nämlich die abzulösen, allerdings auch klar. Und das gilt auch für unser gesamtes Papier, dass gerade in diesem Bereich kooperative Lösungen mit den Kirchen, gerade wenn man sagt, dass man Gemeinschaften und organisierte Gemeinschaften wertschätzt, dass dort kooperative Lösungen anzustreben sind. Das ist auch schon deshalb angezeigt, weil diese Rechte alle nur kooperativ zu verändern sind. Und dort aber grundsätzlich besteht auch aus Sicht der Kirchen durchaus ein Interesse nach mehr Trennung der finanziellen Verhältnisse. Allerdings muss man dort halt, wie gesagt, eine gemeinschaftliche Lösung finden und darf auch nicht vergessen, dass natürlich diese Gelder auch eingesetzt werden, um Dinge zu machen, die nicht direkt ausschließlich mit der Verkündigung im engeren Sinne verbunden sind. Dann beim Religionsunterricht sagen wir grundsätzlich, dass wir an dem Grundmodell, was wir heute haben, dass Religionsunterricht
auch eben in öffentlichen Schulen unter öffentlicher Mitverantwortung stattfindet, dass wir daran festhalten wollen, dass wir das auch die Bewegung, die es bereits gibt, dass auch islamischer Religionsunterricht eingebracht wird in die Schulen, dass wir das gut finden, dass wir das richtig finden. Wir wiederholen auch den jetzt schon oft, sag ich mal, immer wieder zitierten Satz, der Islam gehört zu Deutschland, all das steht überhaupt nicht in Frage, sondern wir möchten vielmehr, dass eben auch gerade muslimischer Religionsunterricht in den Schulen ankommt und sich dort verwurzeln kann. Wir sehen auch Bedenken, dass wenn man etwa in die USA schaut, wo wir die Trennung haben und man die stärkere Trennung hat, dass man sieht, wohin das führen kann, dass es gerade auch extremistischere Orientierungen im religiösen Bereich eher stärken kann. Ich glaube, dass der öffentliche Ort ein guter ist. Allerdings schlagen wir vor, dass diese grundsätzlichen konfessionellen Trennungen durch Phasen gemeinschaftlichen Unterrichts zu ethischen Fragen geöffnet werden sollen. Und so auch eine Diskussion zwischen den Schülerinnen und Schülern über ethische Fragen entstehen kann, jenseits der Trennung des Religiösen oder Nicht-Religiösen. Dann bei der Kirchensteuer sagen wir, dass wir der Meinung sind, die radikale Lösung des Aufgebens der Kirchensteuer eigentlich etwas ist, was wiederum den Gemeinschaften, die wir fördern wollen, aus den Gründen, die Winfried am Anfang deutlich gemacht hat, dass das Aufheben der Kirchensteuer faktisch diese Möglichkeit der Organisierung von gemeinwohlorientierten Gemeinschaften schädigen oder beschränken würde. Es würde auch verhindern, dass die Kirchen ihre Beiträge nach wie vor progressiv erheben können. Und das ist etwas, was vielen gar nicht bewusst ist, in welch großem Maße, anders als bei anderen Vereinen, große Unterschiede durch das Ankoppeln an die Einkommensteuer darin besteht, ob ich ein Spitzenverdiener bin oder ob ich eigentlich kaum ein Einkommen habe. Warum will man gerade als Grüne ein solches Prinzip einer sozial gleichmäßigeren und fairen Beitragserhebung in Frage stellen und aufheben? Viele wissen auch gar nicht, dass die Kirchen sehr wohl dafür bezahlen, dass diese Beiträge erhoben werden. Was wir allerdings vorschlagen, ist zu prüfen, ob man nicht auch weiteren Akteuren einen Zugang zu dieser Möglichkeit, wenn sie das denn wollen und zu diesem Maß an Solidarität bereit sind, einen Zugang geben kann, ebenfalls über die Informationen, die in der Einkommensteuer vorliegen, progressive Beiträge zu erheben. Natürlich nur dann, wenn sie eben auch gemeinnützigen, mildtätigen und ähnlichen Zwecken dienen. Bei den Rundfunkräten weisen wir die Anwürfe zurück, dass die Kirchen eine und auch andere Religionsgemeinschaften eine Gruppe seien, die dort nicht zu suchen hätten, während Sportvereine, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Umweltorganisationen dort selbstverständlich weiterhin sein sollten. Im Bereich des Blasphemie-Paragraphen sagen wir sehr klar, auch Religionen müssen Kritik aushalten. Und das bedeutet, wir halten eigentlich diesen Blasphemie-Paragraphen für entbehrlich. Und zu guter Letzt treten wir ein für eine Liberalisierung des Bestattungsrechts, wo das nicht schon geschehen ist. Baden-Württemberg hat es ja jetzt gerade vollzogen, sodass eben gerade auch Muslime nach ihrer Kultur hier bestatten können. Das sind die konkreten Vorschläge in einer Kurzfassung. Im Papier ist das noch genauer, nicht ganz so frei. Und wir freuen uns jetzt, ich freue mich ganz besonders jetzt auf diese Debatte. Und ich will nochmal sagen, dass das auch ein Dank an Winfried, das war eine ganz besondere Erfahrung, mit dir das zusammenzuarbeiten. Ich habe da auch sehr viel gelernt und es war großartig. Und auch meine Mitarbeiterin, die das begleitet hat, wir waren sehr begeistert von diesem Prozess. Jetzt bin ich gespannt auf Sie und euch. Danke.